Die Zweierreihe. Lisa und Alba würfeln. Jede von ihnen hat einen Würfel. Wenn sie gewürfelt haben, zählen sie immer die Punkte von ihren beiden Würfeln zusammen. Immer häufiger passiert es, dass sie beide die gleiche Zahl würfeln, wie hier zum Beispiel. Lisa hat eine 1 und Alba hat auch eine 1. 2 mal 1 also. 2 mal 1 ist 2. Sie wollen das jetzt systematisch erforschen. Wie geht es weiter? Wenn beide eine 2 würfeln, dann haben sie 2 mal 2 Würfelpunkte. 2 mal 2 ist so viel wie 2 plus 2 und das ist 4. Und wenn sie beide eine 3 würfeln, na dann haben sie zusammen 3 plus 3 Würfelpunkte oder aber 2 mal 3. Und wenn du die Punkte nachzählst, dann kannst du sehen, es sind 3, 4, 5, 6. 2 mal 3 ist 6. Jetzt haben sie beide eine 4 gewürfelt, also 4 plus 4 oder 2 mal 4. 2 mal 4 ist 8. Und 2 mal 5? Na, das ist ja leicht. 5 plus 5, so viel Finger wie an jeder Hand. 2 mal 5 ist 10. Jetzt noch 2 mal 6. Ist so viel wie 6 plus 6. 2 mal 6 ist 12. Okay, hören wir auf. Das reicht für heute, meint Lena. Aber Alba ist dagegen. Hey, wir sind doch noch gar nicht fertig. Wir könnten doch noch viel weiter rechnen. Komm, ich suche uns jedem noch einen zweiten Würfel und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir noch mehr Zahlen zusammenrechnen. So machen sie es und dann rechnen sie weiter. Hier haben wir 7 auf der einen Seite und 7 auf der anderen Seite. Also 7 plus 7, 2 mal 7 ist 14. Zähl gerne die Punkte alle zusammen nach. Und 2 mal 8? Na, 8 plus 8 ist 16. Also ist 2 mal 8 auch 16. Bei 2 mal 9 fällt den beiden auf, dass sie die 9 nicht nur so liegen können, sondern auch so. 2 mal 9 ist 9 plus 9 und hier sehen wir, das sind zusammen 10 und 8 sind 18. 2 mal 9 ist also 18. Und 2 mal 10 ist 20. Oh, das ist ja einfach, meint Lena. Wollen wir noch weiterrechnen? Die Würfel gehen ja beide bis 6. Na gut. Dann drehen wir noch mal rum und suchen uns eine 6. 2 mal 11 ist 22. Weil 2 mal 6 12 ist und 2 mal 5 ist 10. Haben wir zusammen 10 und 12 sind 22. Und zum Schluss die größte Aufgabe, die mit 4 Würfeln geht. 2 mal 12. Also, das sind 12 plus 12, das sind 24. Lena und Alba sind sehr zufrieden. Kommt, wir schreiben das nochmal auf. Oh ja! Und hier ist also nochmal die Zweierreihe für dich im Überblick. 1 plus 1 ist gleich 2 mal 1 ist gleich 2. 2 plus 2 ist gleich 2 mal 2 ist gleich 4. 3 plus 3 können wir abkürzen als 2 mal 3 ist 6. 4 plus 4 bedeutet 2 mal 4 ist 8. 5 plus 5, 2 mal 5 ist 10. Und bei der zweiten Hälfte haben wir bei den Ergebnissen auch 2, 4, 6, 8 und die 0 als Endziffern. Sieh mal hier. 2, 4, 6, 8, 0. 2 mal 6 ist 12, 2 mal 7 14, 2 mal 8 ist 16, 2 mal 9 ist 18 und 2 mal 10 ist 20. Schreib dir diese Reihe ruhig auch auf
Und dann heißt es auswendig lernen. Viel Vergnügen!